Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch fürs Video wäre klasse. Weitere Informationen zu diesem Video findet ihr unterhalb des Videos mit ein paar Links zu Internetseiten, wie auch dem Weiterempfehlungslink, Twitter-Account und natürlich ein paar andere Videos. Erstmal möchte ich euch zum Heiligen Abend alles Gute wünschen und ich hoffe, ihr seid alle gesund und bleibt auch gesund. Denkt dran, mit den Abstandsregeln euch einzuhalten und euch möglichst von größeren Menschengruppen fernzuhalten. Und wir hoffen alle darauf, dass die Impfungen für Covid uns helfen werden, diese Problematik zu überwinden. Aber am wichtigsten ist, dass ihr alle gesund seid, wenn es ins neue Jahr geht. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Kommen wir aber jetzt zum Tagesthema. Und das Tagesthema ist Mercedes. Ja, Mercedes hat sich lange schwer getan mit dem Move zur Elektromobilität. Sie hatten teilweise sogar Anteile an Tesla, wenn man zurückdenkt, dass sie 10% Anteile an Tesla besessen haben und sich den Wert von den Tesla-Aktien heutzutage angucken, dann würde Mercedes mehr Wert im Anteil von Tesla haben als bei seiner eigenen Standardmarke. Ja, das ist schon ganz beeindruckend, wenn man darauf zurückblickt, dass Tesla erst 2002 gegründet wurde. Aber was macht denn Mercedes? Mercedes ist natürlich nicht untätig, wie alle Unternehmen, die versuchen, Strategien zu entwickeln, wie es weitergehen soll. Die Basis dafür sind die Verbrennungsfahrzeuge. Ohne Frage ist es so, dass Mercedes ein Fahrzeughersteller ist, der über Verbrennungsfahrzeuge kommt. Und daher kann man nicht vorwerfen, dass sie Verbrennungsfahrzeuge produzieren, solange sie eben noch verkauft werden. Denn ein Unternehmen kann sich nur umstellen, wenn es Kapital hat. Und wenn es kein Kapital hat, geht das Unternehmen eben pleite. Daher kommt das Kapital momentan aus dem Verkauf von Verbrennungsfahrzeugen. Daher auch der smarte Move von Mercedes, dass sie einige neue Fahrzeuge auf Plattform von Verbrennern machen. Das könnte man jetzt nachteilig sehen, kann man aber auch vorteilig sehen. Bevor wir dazu kommen, ja, was ist denn der kurzfristige Plan? Der kurzfristige Plan ist, 6 elektrische Fahrzeuge zu haben im Personenwagen-Segment, dazu nochmal 4 Fahrzeuge zu haben im Transportsegment, was schon eine ganze Menge ist und das Ganze nicht erst 2030, sondern jetzt 2021 und Anfang 2022. Das heißt, Mercedes kommt massiv mit elektrifizierten Fahrzeugen. Da ist besonders denn zu nehmen eben diese Verbindung zwischen dem Verbrennungsfahrzeug und dem elektrischen Fahrzeug. Warum wird das gemacht? Da ist es so, dass man natürlich als erstes eine Plattform schon hat, die man nur anpassen muss, um das Fahrzeug umzurüsten auf elektrisch. Jetzt können viele sagen, ja, das ist aber relativ viel Aufwand, das umzurüsten. Andererseits bedeutet das, dass man auf derselben Produktionslinie, wie man ein elektrisches Fahrzeug baut, auch ein Verbrennungsfahrzeug bauen kann oder ein Hybrid bauen kann. Kommt die Nachfrage von elektrischen Fahrzeugen nicht so stark, können eben weiterhin die Verbrennungsfahrzeuge dort gebaut werden, um die Produktionsstätten auszulasten. Erhöht sich die Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen und sinkt die Nachfrage nach Verbrennungsfahrzeugen, kann dieselbe Linie jetzt anfangen und elektrische Fahrzeuge produzieren, was natürlich rein von der Logistik schon mal ganz smart ist. Eine andere Strategie, die Mercedes jetzt verwendet, ist, dass sie ein Netzwerk von Batterie Supply gemacht haben. Das heißt, sie haben nicht mit einem großen Batterieproduzenten eine Verbindung eingegangen, sondern sie haben zig verschiedene Produktionslinien gekauft oder gemietet oder wie die Lieferung
beantragt. Das bedeutet, Mercedes arbeitet nicht mit einem Partner zusammen, sondern sie haben ein Sammelsurium von verschiedenen Produzenten, die sie in ihrem Portfolio haben, wo sie ihre Batterien beziehen, um eben nicht auf einen Produzenten abhängig zu sein. Nachteil natürlich, wenn man jetzt den besten Produzenten hat, dann würde man immer die besten Batterien haben. Andererseits kann man, glaube ich, mittlerweile feststellen, dass eine Batterie Standard, der produziert wird, sich nicht großartig voneinander unterscheidet. Natürlich gibt es einige Firmen, die ein kleines bisschen mehr Effizienz aus einer Zelle ziehen, aber grundsätzlich gesehen sind die Unterschiede nicht so groß, wie man sich das denken würde, weil alle Batterieunternehmen natürlich die Forschungsentwicklung, die gemacht werden, durch Nachforschen herausbekommen und dadurch ihre Produkte anpassen, wie das eben bei Handys ist, wenn man sich ein Apple iPhone anguckt und man guckt sich ein Huawei iPhone an, da ist nicht mal ganz so viel Unterschied zwischen den Produkten, wenn man es von außen sieht. Natürlich ist die grundsätzliche Software ein Unterschied und es gibt ein paar Änderungen, aber Qualitätsunterschiede sind nicht mehr so riesig, wie sie einmal waren. Und es muss nicht immer sein, dass das Original das Beste ist. Es kann auch sein, dass die Kopie in manchen Sachen besser ist. Ja, es gibt aber auch Produkte, die auf einer reinen Plattform gebaut werden, die speziell für die Entwicklung von Elektroautos gebaut worden ist. Das ist die EVA-Plattform von Mercedes. Diese EVA-Plattform soll beherbergen den EQS, die S-Klasse von Mercedes, und den EQE, die E-Klasse von Mercedes. Die sollen auf diesen Plattformen gebaut werden. Es gibt ein ganzes Sammelsurium von Produktionsstätten, die für die verschiedenen Fahrzeuge wie den EQA zum Beispiel genutzt werden. Des Weiteren wird für den EQE und EQS werden auch Varianten im SUV-Bereich gebaut. Das heißt, es gibt dann ein EQE-SUV und ein EQS-SUV, also große SUVs, die nachfolgen. Mercedes hat sich als erstes, wenn es um die rein elektrischen Fahrzeuge geht, auf die teuren Fahrzeuge fokussiert. Denn Mercedes kommt an sich aus dem Premium-Segment. Und wenn man weiß, dass eben gerade bei Neuinvestitionen natürlich die Kosten sehr hoch sind, kann man diese besser decken, wenn man einen hohen Preis für ein Produkt hat, als wenn man ein sehr günstiges Produkt auf den Markt bringt. Daher eben auch die Entwicklung der neuen Elektroplattform erstmal im teuren Segment, bevor man dann in die günstigeren Fahrzeuge eben umstellt. Bei den günstigeren Fahrzeugen ist es eben auch so, dass Mercedes da eben mit diesen gekoppelten Produktionslinien vermeiden möchte, dass irgendwelche Kapazitäten nicht richtig ausgenutzt werden können. Denn es bleibt nun mal so, wenn man ein Unternehmen hat, muss man dieses Unternehmen nach einer betriebswirtschaftlichen Basis führen. Und wenn man das nicht macht, dann geht man pleite. Daher ist es eben eine Sache gewesen, wie kann Mercedes es schaffen, sich umzustellen, ohne das Risiko einzugehen, große Verlustabschreibungen zu machen. Ja, der EQS soll dann das Fahrzeug mit der größten Reichweite sein. Nun gibt es ja verschiedenste Fahrzeuge, die darum kämpfen, die größte Reichweite zu haben. Zum Beispiel das Model S. Das Model S liegt mit 650 Kilometern momentan an der Spitze. Der Mercedes, der EQS, soll dann mit 700 Kilometern Reichweite kommen. Ob das nun 700, 720, 750 Kilometer, was auch immer dabei rauskommt, dieses Fahrzeug soll über 700 Kilometer Reichweite haben. Der Lucid, der ja auch nächstes Jahr kommt, der soll ja auch 800 Kilometer Reichweite haben. Damit wäre der EQS nicht mehr das Fahrzeug mit der größten Reichweite. Nun kommt es immer darauf an, wann kommt ein Fahrzeug auf den Markt. Weil das Plaid-Modell soll ja nächstes Jahr auch kommen, was auch über 800 Kilometer bieten soll.
Daher wird in diesem Segment speziell darum gekämpft, das Fahrzeug mit der größten Reichweite zu haben. Und ich denke, dass Mercedes nicht die größte Reichweite am Ende haben wird, da eben ein Unternehmen wie Lucid oder ein Unternehmen wie Tesla schon eine Reichweite bringt, die vielleicht über 800 Kilometer geht und der EQS am Anfang vielleicht über 700 Kilometer kommen wird. Trotzdem, wenn man sich das anguckt, sind natürlich, ich hab 600 Kilometer Reichweite, damit habe ich ein Fahren wie mit einem normalen Verbrennungsfahrzeug für meine Verhältnisse. Denn ich mache auch mit dem Verbrennungsfahrzeug Pausen oder habe mit dem Verbrennungsfahrzeug immer Pausen gemacht. Wenn man jetzt in die Fahrzeuge langsam so an die 700 oder über 700, über 800 Kilometer kommt, dann kann man mit den Fahrzeugen sehr zügig unterwegs sein und große Strecken zurückzulegen, ohne dass man vielleicht laden muss, weil man dann bei 400 Kilometern in der schnellen Fahrt ohne Probleme mit so einem Fahrzeug eben durchfahren kann und am Ziel laden kann. Und im Vorteil zu einem Verbrenner nicht zu einer Tankstelle fährt, sondern man fährt, nachdem man bei einer Besprechung war, mit dem Wagen wieder los und kann sich da direkt auf den Weg zurück machen. Also die Entwicklung dort ist einfach in die Richtung, dass die Fahrzeuge große Reichweiten kriegen. Das ist der Unterschied zwischen einem Luxusfahrzeug dann und einem Standardfahrzeug, weil die Standardfahrzeuge liegen momentan ja bei 350 Kilometer oder 300 bis 350 Kilometer, was total ausreicht für den normalen Fahrzyklus, den der Normalbürger in Anführungsstrichen hat. Und die Reichweiten werden sich durch die Entwicklung der Batterien sowieso noch vergrößern. Das heißt, auch da werden wir noch eine Vergrößerung der Reichweite haben. Da ist der einzige große Vorteil, ist, dass eben die ganzen Fahrzeuge wesentlich weniger schnell laden müssen und dadurch die ganzen Schnellladepositionen weniger genutzt werden und daher mehr Freiheit für Leute, die schnell laden müssen, eben geben. Ja, aber kommen wir zurück zu Mercedes. Ja, der EQE ist sozusagen das zweite Fahrzeug, was dann herauskommt. Preise, ja, wenn man sich anguckt jetzt, was wird Mercedes an Preisen für die verschiedenen Fahrzeuge aufrufen? Natürlich werden die Marketing-Spezialisten versuchen, die Preise so zu setzen, dass sie ihre Produktionsmengen, die sie haben, absetzen, aber eben auch den größtmöglichen Deckungsbeitrag kriegen. Und das ist ja immer sozusagen die Problematik, die man haben muss. Man sieht das jetzt bei den Model S und X. Die Fahrzeuge haben nicht die große Nachfrage mehr. Liegt daran, weil sie einfach in diesem hochwertigen Segment sind und da gibt es eben nicht so viel Nachfrage. Daher kann Tesla ruhig die Preise weiter senken. Die Nachfrage wird nur bedingt steigen. Man muss dann in einen anderen Preis, also in ein anderes Fahrzeugsegment heruntergehen, um eben die Anzahl der verkauften Fahrzeuge zu kriegen. Guckt man sich die Fahrzeugsegmente an, dann sind die Fahrzeugsegmente normalerweise aufgeteilt in Kleinstwagen, die so um die 10.000 Euro, 10.000 bis 15.000 Euro kosten, wenn man sie neu kauft, relativ spartanisch ausgestattete Fahrzeuge, jetzt bei den Verbrennern. Dann hat man Fahrzeuge, die an die 30.000 gehen, das sind die untere Mittelklasse-Fahrzeuge, die dann einigermaßen ausgestattet sind und eben etwas größer sind. Und dann kommt die nächste Kategorie, das sind die Fahrzeuge zwischen 30.000 und 50.000. Das sind die Fahrzeuge, die eben in dem unteren Mittelklasse oder in dem oberen Mittelklasse-Segment liegen. Und in diesem Segment wiederum häufig auch in der Kombination zu Dienstfahrzeugen liegen und dann eher im Gebrauchtmarkt, in den Privatsektor übergehen. Das heißt, mehr verkauft in den unteren Leitungsebenen als Dienstfahrzeug, als Vertreterfahrzeug und so weiter. Man kann diese mittlerweile fast bis 50.000. Das sind dann die günstigeren Dienstfahrzeuge, die in der zweiten Welle dann meistens erst zum Privatkunden kommen.
Und dann gibt es die dritte Welle und das ist die über 50.000 bis hin zu 70.000. Und das sind die sogenannten gehobenen Dienstwagen, wovon es dann schon nicht mehr ganz so viele gibt, die in den Leitungsebenen eben als Benefit gegeben werden. Und diese Fahrzeuge werden dann in der zweiten Verkaufswelle, wenn sie als Gebrauchtwagen dann aus diesem Produktsegment herausfallen, gehen sie eben in den Verkauf zu den Privatleuten und deswegen können eben viele sich ein A6 leisten, eine E-Klasse leisten, ein BMW 5er leisten oder eben auch ein BMW 3er, A4 und so weiter, weil die kommen alle aus diesen Segmenten heraus und werden im Endeffekt durch diese Erstnutzung im Dienstwagenbereich dann erst zugänglich für den Normalhaushalt, weil dann die Fahrzeugpreise in einer Ebene sind oder in einem Bereich sind, wo sich ein Privathaushalt eben auch solch Fahrzeug kaufen kann. Wenn man sich jetzt die neue EQE-Klasse anguckt, dann ist das genauso ein Fahrzeug, was in diesen Bereich reinfallen könnte. Da muss allerdings natürlich Mercedes darauf achten, dass sie mit den Bepreisungen bei dem EQE irgendwo nicht über 70.000 liegen. Sie müssen halt unter 70.000 liegen, irgendwas zwischen 50.000 und 70.000, wenn man den EQE sieht. Das ist das Problem für Tesla, denn das Model S liegt über diesen Bereich. Das heißt, wenn das Model S in den Bereich von 60.000 runtergehen würde, der Lucid hat genau dasselbe Problem. Der Lucid muss auch um 10.000 Euro günstiger sein, der Einsteiger Lucid. Dann könnten diese Fahrzeuge auch in den Dienstwagensegment verkauft werden, würden dadurch natürlich auch nach 3 Jahren dann dem Privatkundenmarkt zur Verfügung gestellt werden und man würde einen wesentlich größeren Umsatz bei den Fahrzeugen machen. Kommt man über die 70.000 Euro Grenze momentan, ist es meistens nicht mehr konform, dass Firmen Angestellten erlauben, diese Fahrzeuge zu kaufen als Dienstfahrzeuge. Natürlich gibt es da immer noch ein paar Ausnahmen, die auch über diesen Bereich hinausgehen, aber da ist natürlich dann schon die Luft sehr dünn und sehr wenig Fahrzeuge werden verkauft. Und in dieser Kategorie ist der EQS. Und der EQS ist einfach ein Luxusfahrzeug, was dann auch im Bereich von 100.000 liegen wird im Verkauf, denke ich, oder über 100.000 Euro im Verkauf liegen wird. Davon werden nicht massenweise Fahrzeuge verkauft, sondern nur ein paar tausend Stück im Jahr verkauft werden. Aber die Marge auf diesem Fahrzeug liegt bei 50-60% und dadurch lohnt es sich für Mercedes, so ein Fahrzeug am Markt zu haben. Zusätzlich können in so einem teuren Fahrzeug auch jegliche Technik eingebaut werden, um die serienreif zu machen, weil meistens werden dort Techniken ausprobiert, die sehr qualitativ hochwertig sind, aber auch sehr kostenintensiv sind, um einzubauen. Mit dem Einbau kann man Erfahrungen sammeln und kann diese dann wieder umwandeln, dass sie in günstigeren Fahrzeugen eingesetzt werden können. Und das ist an sich der Vorteil, wenn man ein hochpreisiges Fahrzeug hat, dass man dort eben vieles ausprobieren kann, weil einfach eine Erhöhung der Kostenbasis für dieses Fahrzeug trotzdem noch einen Gewinn hat. Aber nun bin ich weit abgeschweift. Ja, wie stellt sich Mercedes denn auf in Zukunft? Es soll vom Prinzip her die EQ-Marke geben, wo man elektrische Fahrzeuge dann auch untersammeln möchte. Aber auch AMG, die G-Klasse und Maybach sollen elektrische Marken werden in Zukunft. Der Wandel dauert. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, aber man sieht schon, mit dieser Offensive, die Mercedes jetzt geplant hat, wird man Mercedes doch im Elektrobereich jetzt häufiger antreffen. Ob der Kunde das annimmt, das ist immer die zweite Frage. Das sehen wir am Ende. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.